Hallo und herzlich willkommen zur neuen Pack-Opening. Ja, wieder 5 Packs. Ja, ich bekomme halt oft 5 Packs. Also eigentlich 10. Ich habe ja hier noch welche 5 Packs, aber die mache ich im nächsten Video auf. Ich mache da halt immer 2 Videos draus, damit ich halt mehr Material einfach habe. Ja, weil ich bekomme ja nicht jeden Tag Sticker, deswegen. Damit habe ich halt dann noch für einen anderen Tag noch was zu hochladen. Aber naja, auf jeden Fall, es ist Montag, ihr seht das Video am, ihr seht es am Dienstag. Ja, am Montag kam ja so ein Multipack. Aber egal, wir fangen gleich an mit dem ersten Pack. Ich bin gespannt, was wir heute haben. Okay, ein von Polen so ein, damals schon wieder ein von Polen. Egal, dann von Polen haben wir ja 314 A und B. Okay, dann haben wir Kamil Groschiki, keine Ahnung, mit der Nummer 310. Ich glaube, den habe ich nicht, kommt mir vor. Spielt bei Frankreich, okay. Roll Carroll. Dann haben wir Ukraine. Ukraine haben wir so einen komischen, ich kann jetzt den Namen nicht aussprechen. 286. Ihr könnt ja schauen, wer das ist. Einfach in euer Heft gucken oder so. Ich hoffe, ihr habt das Heft, weil sonst könnt ihr das jetzt nicht. Ja, dann haben wir so einen komischen. Ich glaube, ihr könnt das jetzt nicht so gut lesen, weil ich habe jetzt eine. Ich filme das jetzt nur mit dem Handy. Die Kamera ist einfach nicht so gut. Warte, wenn ich es weiter weghalte, vielleicht dann. Ja, dann etwas besser. Habe ich auch schon gemerkt. Ist etwas komisch. Nummer 82. Könnt ihr hoffentlich sehen. Dann machen wir noch eins. Wir haben ja noch ein paar Packs. Ach, dann haben wir noch. Warte, ist wieder ein Glitzer? Ich muss ja öfter mal gucken. Nein, wieder nicht, leider. Kann ich nichts machen. Norbert Grönbär. Grönbär. Mit der Nummer 217 habe ich, glaube ich, noch nicht von der Slowakei. Dann haben wir Patrice Evra und Blaise Matuidi. Keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht alles aussprechen. Tut mir leid. Mit der Nummer 40 A und B, ich glaube, die habe ich letztes Mal doppelt gehabt. Und die habe ich dann wieder vertauscht. Ja, ich glaube, habe ich gestern vertauscht, leider. Oder für euch vorgestern, am Sonntag habe ich es vertauscht. Paddy MC Nair. Dann haben wir hier Rumänien, den Torwart und Paul Rapp. Mit der Nummer 44 A und B, ich glaube Rumänien habe ich jetzt nicht so viele von hier. Und dann habe ich Chris Smalling von England. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten. Ich will mal ein bisschen Glitzer-Sticker haben. Weil hier sind voll wenige drin. Mir kommt das so vor, dass sie seltener sind. Ich weiß es nicht, wieso. Dann haben wir auf jeden Fall hier von Italien Alessandro Florenzi und Marco Verratti. Habe ich, glaube ich, schon. Weiß ich jetzt nicht. Dann, den habe ich nicht. Der spielt bei Hamburg. Hamburger SV. Egal. Josip Dramaschitz. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht. Oder ich weiß nicht, wie man das Ganze ausspricht. Also ich sage euch die Nummer dafür. 120 ist die Nummer. Ich glaube, habe ich noch nicht. Ich habe 119, glaube ich, bekommen. Getauscht und ja, den habe ich, glaube ich, noch nicht. Haben wir Nordirland, nee, Island ist das, Island. Nummer 608 A und B. Dann haben wir hier George Sileni von Italien. Mit der Nummer 500 habe ich, glaube ich, nicht. Spielt bei Juventus Turin. Dann haben wir noch Patrice Evra mit der Nummer 22. Okay, dann haben wir noch 2 Packs. Man kann das auch von der Seite hier aufmachen. Kann man übrigens auch machen. Also man kann es aufmachen, wie man will. Also das könnt ihr selbst. Man gibt es halt mehrere Taktiken, aber egal. Kann man Claudio Marchisio und Antonio Candreva, keine Ahnung. Kann man Stefan Lichtsteiner. Nee, ist auch kein Glitzer, gell? Nein, aber ein besonderer kommt gleich noch. Marit MC Auli. Dann haben wir hier William Carvalho. Keine Ahnung. Mit der Nummer 87, tut mir leid. Und dann haben wir von Schweiz haben wir den Superspieler-Sticker da. Mit der Nummer 95. Diesen, ja, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Okay, das ist ein komischer Name, tut mir leid, aber. Kann ich jetzt nicht aussprechen. Ist jetzt etwas komisch. Ist, glaube ich, ein Stürmer. Weiß ich jetzt aber nicht.
Weil es gibt auch Tormänner, glaube ich, beim bei diese besonderen Sticker da. Gibt es auch, glaube ich, Tormänner. Habe ich mal gesehen. Oh, Glitzersticker. Aber ich zeige ihn noch nicht. Weil es soll eine Überraschung sein. Ihr werdet schon sehen, wer es ist. Ich hoffe, es ist kein Doppelter. Ich glaube aber nicht. Dann haben wir Jural Kuka. Dann haben wir hier Jakub Blasikopczykowski. Keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Ich habe es ja schon gesehen, aber egal. 306. Und ihr seht jetzt Deutschland. Yes. Den wollte ich haben. Codes werde ich selber verwenden. Tut mir leid. Ich will aber selber auch ein bisschen was haben. Alter, krass. Ein Wappen haben wir schon. Das passt doch. Im letzten Pack noch ein Glitzer. Perfekt. Dann haben wir hier noch Ruslan Rotan von der Ukraine. Und dann haben wir noch einen. Den habe ich, glaube ich, schon. Nummer 292. Okay. Dann war es das von diesen 5 Packs. Das Highlight war hier der Sticker, der Deutsche Fußballbund Sticker. Oder Glitzer Sticker, ja. Das Wappen halt von Deutschland. Das war das Highlight von heute. Also der besonders der Sticker, den ich heute gezogen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden viele Videos noch davon kommen, von den Sticker. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.